Ich werde Chirurgin, aber ich habe keinen Schimmer von Anatomie. Ich fühle mich schlecht, weil ich seit meinem 10. Lebensjahr heimlich Damenstrumpfhosen trage. PS, ich habe einen Bart. Ich bin 28, habe einen Uni-Abschluss, tolle Hobbys und gute Freunde. Aber ich hatte noch nie einen Freund. An manchen Tagen bin ich so einsam, dass ich fast daran ersticke. Von wem die Postkarten mit den ehrlichen Worten kommen, weiß Sebastian Schultheiß nicht. Anonyme Absender aus der ganzen Welt schicken dem Tübinger die tiefsten Einblicke in ihre Seele. Die meisten Leute schicken irgendwas ein, was sie gerne jemandem anderen erzählen möchten, sich aber da vielleicht nicht trauen oder dieses Geheimnis noch nicht jemandem offenbaren können und die deswegen die Karte einschicken und das Gefühl haben, dass sie damit dann auch ihr Geheimnis jemandem mitteilen. Ob intime Gedanken, sehnliche Wünsche, peinliche Momente oder schockierende Geständnisse. Wem etwas auf der Seele brennt, schickt es an das Tübinger Postfach des 36-Jährigen. Jede Woche flattern hier etwa 5 neue Postkartengeheimnisse ein. Du bist gegangen. Heute vor deinem Sarg zu stehen war sehr schwer. Kurzzeitig dachte ich, ich schaffe es nicht. Dieses Endgültige, keine Gespräche mehr, kein Lachen mehr, keiner mehr da, dem ich so vertraue wie dir. Gedanken und Geschichten wie diese berühren auch den Geheimnissammler selbst. Ich lese so eine Karte und denke, das ist jemand, der auf jeden Fall eine schwere Zeit jetzt hat und ich kann dann mitfühlen und ich denke, dem ist dann am meisten geholfen, wenn ich dann das mache, was ich versprochen habe zu machen, nämlich die Karte dann im Internet veröffentliche und das Ganze dann anonym. Die Idee des Beichtstuhls 2.0 hat sich der studierte Bioinformatiker von dem US-amerikanischen Künstler Frank Warren abgeschaut, der das Projekt vor über 10 Jahren im Rahmen einer Kunstausstellung startete. Allerdings nur auf Englisch. Mich haben die Karten fasziniert, die Themen, die die Leute angesprochen haben. Und da hat mich interessiert, ob das auf Deutsch auch so funktioniert. 2008 kontaktiert Sebastian Schultheiß den Amerikaner, bekommt prompt dessen Go und startet das Kunstprojekt PostSecret für Deutschsprachige. Rund 4000 Postkartengeheimnisse hat der Tübinger seitdem schon bekommen. Genau wie sein amerikanisches Vorbild veröffentlicht auch er die Zuschriften auf seiner extra dafür eingerichteten Website. Ich denke, es hilft den Leuten, diese Karten dann im Internet zu sehen und zu wissen, jetzt habe ich mein Geheimnis der Öffentlichkeit mitgeteilt. In Tübingen wollen wir wissen, inwiefern es die Menschen reizt, ein Geheimnis auf diese Weise loszuwerden. Es gibt bestimmt Menschen, die wirklich einsam sind, die verzweifelt sind und die einfach mal irgendeine Sorge zu Papier bringen wollen und das loswerden wollen. Ich finde das gut. Für nachkommende Generationen ganz interessant, was wir für Sorgen hatten oder was wir beichten mussten quasi. Ich bin nicht so extrovertiert, dass ich da raus muss mit. Ich kann es auch schlucken. Gerade bei Geheimnissen oder auch Problemen, die vertraut man jemandem an, weil man einen Rat haben möchte oder weil man einfach darüber reden möchte und auch noch eine Meinung dazu hören möchte. Und ich finde, das ist sehr einseitig mit den Postkarten. Warum aber der Umweg über die Postkarte, wenn man seine Geheimnisse auch gleich ins Netz stellen könnte? Sind diese Postkarten eine Art Kunsttherapie? Die Menschen haben oft Gewissensbisse und haben etwas getan, was sie selber nicht gut finden. Und wenn sie sich das von der Seele schreiben oder vielleicht bei einer Postkarte auch von der Seele gestalten, ja, weil es ja auch ein künstlerischer Ausdruck ist des Menschen, dann kann das einen therapeutischen Effekt haben, dass sie sich erleichtert fühlen und dass sie das Gefühl haben, sie haben es jemandem mitgeteilt, auch wenn der jemand fiktiv ist oder eine Fantasiegestalt. Über 1,5 Millionen Besucher haben die deutsche Website schon angeklickt. Doch nicht alle davon schicken selbst auch ein Geheimnis per Post ein. Ich denke, dass sich bei der großen Auswahl dieser Karten jeder irgendwo wiederfindet und dass es dann für viele Leute ein Gefühl gibt, ja, ich bin nicht alleine. Eine Befreiung also sowohl für die Leser als auch die Absender der Postkartengeheimnisse. Geheimnisse wie die einer Hobbyspionin. Gestern habe ich bei dir herumspioniert, weil ich dachte, du bist vom Geheimdienst. Ich habe nichts gefunden. Es tut mir leid.